Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich erstmal bei euch, dass ihr so stur bleibt und mich zu jedem Parteitag weiterhin einladet und ich sogar die Möglichkeit habe, hier kurz einige Worte an euch zu richten. Aufgrund der Zeitproblematik mache ich es etwas kurz, etwas holzschnittartig. Ich fange mal bei der Stellenproblematik in der Polizei ein und da sehe ich schon an Christian seinen Blick, er hat es geahnt. Wir hatten zur Jahrtausendwende, gab es in Brandenburg 1200 Polizisten. Das ist gar nicht so lange her, 10.200, Entschuldigung. Dann wurde reduziert, und das ist richtig, durch die CDU reduziert, auf 8.900 sind wir reduziert worden. Dann kam Rainer Speer um die Ecke und sagte, ich war starker Finanzminister, ich will ein starker Innenminister sein, ohne Aufgabenkritik, ohne zu sagen, wo einzusparen, hat er gesagt, wir gehen von 8.900 bis zum Jahre 2020 auf 7.000 runter. Und das Problem hängt uns teilweise heute noch an. Dann gab es eine neue Landesregierung, Rot-Rot, und es wurde beschlossen im Koalitionsvertrag 7.855. Das ist ein bisschen viel Zahlen jetzt, 7.855. Und dann hat man aber eine sogenannte Expertenkommission beauftragt und die hingesetzt und gesagt, und es wird prüft, bitteschön, ob diese Struktur mit dieser Anzahl machbar ist. Und die Expertenkommission hat gesagt, nee, ihr braucht mindestens 8.296. Und jetzt, wenn du sagst, und sie bewegt sich doch, dann bitte bewegt euch und erkennt das an von dieser Expertenkommission, die ihr selber beauftragt habt und sagt, wir brauchen mindestens 8.296 Polizisten in Brandenburg. Und ich will noch eins sagen, bevor das alte Argument wieder kommt mit den 106 Stellen, die angeblich mehr zur Verfügung stehen und die Medien immer sagen, es sind ja 106 Polizisten mehr. Nein, falsch. 106 KW-Verpflichtungen sind im Nachtragshaushalt gestrichen. Heißt im Klartext, wenn ich aus Altersgründen aussteige, das reicht aber nicht, wenn ich aus Altersgründen aussteige und gehe, wird meine Stelle nicht nachbesetzt. Jetzt könnte man sagen, okay, super Idee, er weg und kein neuer da. Dadurch wird aber in Brandenburg, in der Polizei, der Personalabbau verlangsamt, weil wir immer noch mehr Altersabgänge haben, als wir neue Kolleginnen und Kollegen kriegen. Und da möchte ich daran erinnern, die 300, die wir jetzt einstellen, wir haben an der Fachhochschule aus unterschiedlichen Gründen eine Durchfallerquote von 20%. Das heißt, von den 300 kommen 60 gar nicht in der Polizei an. Und die ankommen, kommen erst 2019. Also ein Problem, was wir frühestens 2019 klären können. Also auch da mit den 106 Stellen, ich will hier eins ganz klar sagen, verlangsamt den Personalabbau, stoppt ihn nicht mal. Zur Struktur. Die macht das genauso schnell. Wir haben eine Struktur, die eingeführt wurde, wieder, um den Namen nochmal zu nennen, Rainer Speer, weil es war ein Stellenabbauprogramm, kein neues Strukturprogramm, wo er gesagt hätte, wir wollen eine effektive Polizeistruktur. So, und hat dann Fachleute rangesetzt und hat gesagt, prüft mal, wie wir mit 7000 Leuten eine Polizeistruktur hinkriegen. Und da hat man angenommen, das Kriminalitätsgeschehen in Brandenburg wird sinken mit der Begründung, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Brandenburger Bevölkerung wird älter, damit auch vernünftiger und begeht weniger Straftaten. Älter sind sie geworden. Zum Rest möchte ich jetzt nicht unbedingt etwas sagen. Das Verkehrsunfallgeschehen sollte zurückgedrängt werden. Und das ist wirklich traurig. Und da mache ich auch keinen Spaß drüber. Wir haben im letzten Jahr 40 Verkehrstote mehr gehabt in Brandenburg. Wir müssten mehr Verkehrsüberwachung machen, machen aber weniger, weil es das Personal fehlt in dem Zusammenhang. So, und das Problem besteht aber darin, wir haben eine unsinnige Struktur, die durch Speer eingeführt wurde, und jetzt kommt's, die durch Woidke als Innenminister umgesetzt wurde. Dann kam Holzschuh hinterher, der diese Evaluierung angeschoben hat. Und jetzt haben wir Schröder, 4 Innenminister in 5 Jahren, ist auch bundesweit einmalig. Jetzt haben wir den. Und der darf nicht sagen, obwohl er es weiß, dass die Struktur Mist ist. Weil wenn er es zu laut sagt, würde er sagen, dass was der jetzige Ministerpräsident gemacht hat, falsch gewesen ist. Warum sagt man das nicht? Warum sagt man nicht, dass man sich die Bedingungen verändert haben, dass wir doch einen Anstieg im Kriminalitätsbereich haben, dass wir einen Anstieg im Verkehrsunfallgeschehen haben? Vor allem übrigens, unsere Kollegen wissen es doch, was passiert. Wenn die Kommunalreform, werden wir nachher auch noch diskutieren, wenn die umgesetzt wird, was denken ihr, was für eine Reform anschließend folgt? Wir werden der Kommunalreform folgen und die nächste Polizeistrukturreform kriegen. Und das wissen unsere Kollegen, dann soll man es jetzt gleich sagen und zukunftsorientiert die Polizei ausrichten. Machen wir gerne und da sind wir auch gerne uns dort zu beteiligen, weil wir haben klare Vorstellungen und Ideen dazu. So, dann kurz zu der Bewerberlage in Brandenburg. Wir machen uns große Sorgen um den 1.4. Wir werden Schwierigkeiten haben, die 300 Kolleginnen und Kollegen, die wir in diesem Jahr einstellen, dass wir diese Stellen vollkriegen. Wir haben über 4000 Bewerber bei der Polizei. Man muss immer denken, Beamter, Polizist, freut sich jeder, will er werden. 4000, davon kommen nur knapp 1000 zum Auswahlverfahren.
Und von den knapp 1000 überstehen die Hälfte, 500 nicht den ersten Tag des Auswahlverfahrens. In der Regel Schreibtest, Sporttest, medizinische Untersuchung, fallen sie durch. Bleiben noch 500 übrig. So, und dann haben wir das Problem, jetzt könnte man einem alten Staatssekretär folgen, der mittlerweile die Staatskanzlei leitet und sagte, kann man ganz kurz machen, wir verzichten auf Schreibtest, jeder Computer hat eine Rechtschreibprüfung, wird automatisch mit erfolgen. Nee, da wollen wir nicht hin, genau in diesen Bereichen. Wir wollen weiter eine hochqualifizierte, gut ausgebildete Polizei in Brandenburg. Nur wir müssen die Attraktivität des öffentlichen Dienstes erhöhen und da bin ich froh, dass wir am 24. mit der Landesregierung den ersten Termin haben zu verhandeln, dass es wirklich attraktiv ist für junge Menschen, und zwar in diese Brandenburger Polizei zu kommen. Letzte Bemerkung zur Flüchtlingsgeschichte. Ich habe gedacht, lässt es ganz weg, weil das wird auch in der GdP sehr, sehr strittig diskutiert. Ich möchte mich aber, und das ist das letzte Mal, dass ich mich dann bedanke, sonst fällt es zu sehr oft, bei Christian bedanken, weil er hat sehr differenziert bestimmte Sachen hier angesprochen, die du manchmal gar nicht so ansprechen kannst, weil man sofort in die Ecke gestellt wird. Es ist richtig, Kita-Plätze gab es auch nicht genügend vor der Flüchtlingsproblematik. Sozialer Wohnungsbau gab es auch nicht genügend vorher. Nur eben zu denken, jetzt wird alles besser. Nein, wir müssen die Probleme, die es gab, und die neuen Probleme gemeinsam anpacken und lösen und nicht nur schwarz-weiß dort entsprechend malen. Ich sage es ganz offen, es gibt bestimmte Nachrichtensendungen, deutsche Nachrichtensendungen, wie das berühmte Frühstücksfernsehen, gucke ich mir nicht mal ab, habe ich für mich abgewählt, weil ich fühle mich da verarscht. Wenn man nämlich jetzt sagt, am Montag will man auf EU-Ebene das klären, dann müssen wenigstens alle gleiche Standards umsetzen. Die können sich doch viele zurücklehnen und sagen, wir haben einen dicken Zaun rundherum und wenn er zu uns kommt oder wir euch nehmen müssen, die Sozialleistung kriegt er nicht bei uns. Wenn wir nicht einheitliche soziale Standards in Deutschland umsetzen, ist es ein, na, ich will den Begriff nicht schon wieder nennen, ist es schlimm, was man gegenüber diesen Flüchtlingen macht und täuscht den Menschen hier vor, dass dadurch Lösungen geschaffen werden. Es gibt immer weiter noch mehr Fragen als Antworten. Und als Polizist muss ich auch Folgendes noch sagen, auch das wird vielleicht hier nicht gern gehört, aber es ist einfach ein Fakt. Wir müssen kontrolliert die Menschen zu uns holen. Wir haben, und das ist kein Spaß, 500.000 Menschen, wo wir nicht wissen, wer sind sie und wo sind sie. Und es gibt nicht nur Al-Qaida, es gibt nicht nur IS, es gibt eine Menge terroristischer Organisationen. Und wenn ich mit Führungskräften zusammen bin, im PP oder im Bundeskriminalamt, die sagen uns was, Paris und Brüssel sind nicht so weit weg. Und ohne Panik zu machen, es geht nicht darum uns was, ob es passiert, es geht nur darum, wann es passiert und wie hoch die Schäden sind, dann ist das eigentlich schlimm und traurig genug. Und da gehen bei uns als Polizei alle roten Lampen an. Und deswegen müssen die Rahmenbedingungen für die Polizei stimmen, damit wir eben auch so eine Geschichte, und da bin ich ganz stolz drauf, wie nauen, dass wir die geklärt haben und dass wir jetzt ganz genau gucken, gibt es danach weitere Vernetzungen, gibt es weitere Straftaten, die dem zuzuordnen sind, um das zu unterbinden. Aber auch dafür brauchen wir genügend hochmotivierte Polizei. Schönen Dank euch, einen schönen Parteitag, bleibt gesund.